Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem SOS-Signal, wie wir den Code durch eine Vorschleife verkürzen können. Und zwar hier zur Wiederholung nochmal die Vorschleife. Also ich leite sie ein mit dem Schlüsselwort vor. Das heißt, hier in dem Fall so lange oder für die Zeit, während, wie auch immer. Und nun kommen drei Deklarationen, die wichtig sind. Zuerst muss ich eine sogenannte Lauf- oder Zählvariable initiieren. Hochzählen i++ entspricht dem i ist gleich i plus 1. Und das Ganze soll so lange sein, solange eben i kleiner als 3 ist. Wenn ich bei 0 beginne und jedes Mal um 1 hochzähle, wird diese Schleife eben dreimal durchlaufen. Bei 0, bei 1 und bei 2. Bei 3 ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, daher wird dieser Code nicht mehr ausgeführt und das Programm geht über zum nächsten. Nun wollen wir das Ganze auch ein bisschen mehr steuern können, und zwar insofern, dass wir sagen, nur wenn ein Schalter oder irgendein Button gedrückt ist, soll das Signal losgehen. Dazu benötigen wir zwei weitere Variablen. Eine nennen wir den Button oder den Schalter. Und eine andere Variable brauchen wir dafür, dass der Wert, der dann gelesen wird, bei einem PIN irgendwo gespeichert wird. Und den nennen wir Reading. Nun gehen wir in die Setup-Methode und dort machen wir Folgendes. Wir weisen nun, so ist es auf dem Schild vorgegeben, Button den PIN 2 zu. Reading ist automatisch vorgegeben und auf 1 gesetzt. Wir könnten das hier auch noch hinschreiben, ist aber nicht notwendig. Was aber ganz wichtig ist, dass wir den Button als Input deklarieren. Dazu schreiben wir, der PIN-Mode von Button soll sein eben ein Input. Und jetzt brauchen wir noch einen speziellen Input, den sogenannten Input Pull-Up. Was das genau ist, das können wir dann später in der Dokumentation ablesen. Es geht ja darum, dass eben das Wichtigste hier ist, dass sobald der Button den Wert 1 annimmt, eben ganz normal durch Strom durchfließt, mit 0 wird dieser Kreislauf unterbrochen und dann kann ich eben irgendetwas machen. So. Der PIN-Mode von LED, der LED rot und das Button sind nun gesetzt. Nun kann ich hier hereingehen in den Loop und Folgendes sagen. Nun möchte ich, dass nur unter der Bedingung, dass der Button gedrückt ist, etwas passiert. Dazu ist es notwendig, dass ich jetzt Reading abfrage. Ich muss jetzt fragen, was ist überhaupt, welcher Wert wird dort eingelesen. Und dazu gehe ich jetzt auf, schreibe ich eben Reading ist gleich Digital Read. Und was muss jetzt dort gelesen werden? Es muss der Button ausgelesen werden, also der PIN, an dem der Button angeschlossen ist. Und nun kann ich sagen, wenn Reading ist gleich, ein doppeltes Gleichzeichen bedeutet, es wird hier verglichen. Wenn das jetzt 0 ist, denn wir haben gesagt, bei 1 ist alles so wie immer, das heißt, der Strom fließt ganz normal. Wenn aber der Stromkreis unterbrochen wird, dann, erst dann, nur unter dieser Bedingung, soll der Code ausgeführt werden, und zwar der gesamte. Und nun beginne ich hier mit einer geschwungenen Klammer und ich schließe sie erst am Ende wieder. Und wir können uns dieses Delay hier sparen. Wir können das weggeben, denn nur wenn ich den Knopf drücke, den Button drücke, dann passiert irgendetwas.
So, wir können nun diesen Code speichern. Es kommt keine Fehlermeldung und wir laden ihn hoch. Und wenn wir jetzt den Code ausprobieren, dann sollte das eben so sein, dass nur wenn wir den Schalter drücken, das Signal auch wirklich erscheint.